Der Markus hier von Camp Your Life. In diesem Video geht es um die Chemietoilette, die Nutzung der Chemietoilette. Wir haben jetzt eine hier von Tedford, aber darum soll es heute auch nicht gehen. Gibt es verschiedene Hersteller. Wir wurden von sehr vielen Leuten schon gefragt, wie benutzt ihr eure Toilette im Wohnwagen? Benutzt ihr sie für groß, für klein, für was auch immer? Und in diesem Video möchten wir euch einfach mal unsere Tipps mit an die Hand geben, die wir uns über die Jahre angeeignet haben. Sind ein paar sehr interessante dabei, also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Erster Tipp, das Toilettenpapier. Da gibt es auch viele, die sagen, ihr müsst ein spezielles Toilettenpapier verwenden. Das gibt es auch von verschiedenen Herstellern, extra für Chemietoiletten. Unserer Meinung völliger Schwachsinn, nur total überteuert. Und es reicht ein ganz normales, zweilagiges Toilettenpapier. Von mir aus auch dreilagig. Nicht unbedingt der 4-5-lagige mit dem weichen Flausch drauf. Das muss es nicht unbedingt sein. Aber ein ganz normales, handelsübliches Toilettenpapier tut es auf jeden Fall. Es löst sich auch auf. Also wenn es einem jemand sagen kann, dann sind wir das, glaube ich. Und damit fängt auch jetzt schon mein erster Tipp an. Wenn ihr was Größeres vorhabt, dann nehmt ihr einfach zwei Blatt und macht diesen sogenannten, ja, ihr braucht jetzt da nicht so reinfassen wie ich, das war jetzt hier so eine Kreuzlage, das reicht schon. Ist mir jetzt nicht ganz so gut gelungen, aber ihr versteht, was ich meine. Dann macht ihr die Klappe hier unten auf und dann könnt ihr hier euer Apparat reinlegen und ihr seht dann ganz genau, was dann passiert. Der fällt hier drauf und fällt mit dem Klopapier nach unten. Und was ist der Sinn und Zweck von dem Ganzen? Ihr habt euch diese Schmiererei hier auf dem Kunststoff gespart, weil es gibt nichts Gescheites im Campingzubehör oder auch in meinem Zubehör, was ich mir schon überlegt habe. Egal, ob das jetzt eine Flaschenbürste oder was es auch immer ist. Es ist alles eine Schweinerei. Aus diesem Grund dieses Kreuz unten reinlegen und damit fahrt ihr sehr gut und vor allen Dingen sauber. So, der nächste Tipp, es geht um die Kassette. Wie könnt ihr die Kassette länger pflegen oder pflegen, dass sie länger hält? Und zwar geht es hier um diesen Dichtungsgummi. Der ist sehr wichtig, weil wenn ihr pinkelt, dass kein Urin hier an der Kassette irgendwo rüberläuft und dann unten bei euch ins Fahrzeug läuft. Dieser Dichtungsgummi, wenn wir den gut pflegen, dann kann der gut und gerne mal 10 oder 15 Jahre halten. Bei unserem kleinen Wohnwagen hat der Dichtungsgummi nach 12 Jahren den Geist aufgegeben. Da haben wir jetzt einen neuen reingemacht. Also, und jetzt sind wir auch schon beim Thema, wie können wir den Gummi pflegen? Und zwar gibt es ja Silikonsprays und von mir ist auch direkt vom Hersteller irgendwelche Pflegesprays. Halten wir alles nichts von, sind nur teuer, unserer Meinung nach. Und wir nehmen Olivenöl. Olivenöl pflegt, das kennen wir von der Haut, von was auch immer, überall ist Olivenöl drin. Und das machen wir uns zunutze mit unserer Gummidichtung und damit fahren wir schon einige Jahre sehr, sehr gut. Und wenn ihr dann eure Dichtung gepflegt habt, dann könnt ihr auch hier den Mechanismus, das ist ja hier oben, hier drinne, es sitzt hier oben ein Kunststoff drauf und wenn ihr irgendwo euren Schieber bewegt, dann greift er hier drauf und öffnet und schließt euren Schieber. Um diesen ganzen Mechanismus von innen zu pflegen, da könnt ihr dann nämlich immer Fett, weil das sehr oft und sehr lange feucht ist, also da unten ist ja immer ein bisschen feuchter. Und deswegen benutze ich da Fett, schmier das immer mal so alle paar Monate mal rein. Und wie kommt ihr da dran? Das möchte ich euch zeigen. Diesen Schieber raus, auf der anderen Seite wieder reinsetzen, so ungefähr bis zur Hälfte. Und dann gibt es nämlich hier ein Symbol, da ist ein Pfeil drauf und hier ist ein geschlossener Kreis. Und diesen Pfeil müssen wir jetzt hier rüber drehen auf den geöffneten Kreis. Und dann können wir hier den ganzen Teller rausnehmen und können unten die Mechanik einmal einschmieren mit Fett. Wir benutzen sie natürlich öfters, also so alle 2 Monate, sage ich mal, schmieren wir dann unten ein bisschen Fett drauf. Und diese Klappe hier, die nehme ich mir dann als Hebel und ziehe dann quasi hinten an der Klappe und helfe hier so ein bisschen nach. Und dann merkt ihr so ein kleines Klacken und dann könnt ihr hier die ganze Schose schon rausnehmen und könnt hier hinten euch hier mit dem Schmieren dann zugange machen.
So, jetzt sind wir auch schon beim letzten Tipp, den ich euch geben kann. Den finde ich auch sehr gut und allen Leuten, denen ich den bisher erzählt habe, die waren auch sehr begeistert. Die haben das dann auch ausprobiert. Erst waren sie ein bisschen skeptisch, aber es hat funktioniert und sie benutzen ihn jetzt auch. Und zwar ist das statt Chemie, da gibt es ja diese grüne oder diese blaue Chemie, unheimlich teuer, so eine Kanne, ich glaube 17, 18 Euro, irgendwie sowas in dem Dreh. Und wir benutzen Weichspüler, ganz stinknormalen, billigen Weichspüler. Es geht nämlich uns nur um den Geruch zu übertünchen und die Chemie wird nicht dafür gebraucht, um den Zersetzungsprozess in Gang zu bringen, so wie es viele ja sagen. Der funktioniert auch so, und zwar sind das ja durch Bakterien, das brauche ich euch ja nicht zu sagen, wird der Prozess von ganz alleine in Gang gebracht. Und bevor wir die Kassette raustun, dann schüttel ich das einfach noch mal so ein bisschen hin und her. Das löst sich dann auch noch mal was, dann haben wir dann auch keine größeren Brocken mehr. Also so fahren wir super. Also der letzte Tipp ist wirklich sehr kräftig und vor allen Dingen sehr günstig. Ja, das war's heute schon wieder von mir. Von diesem etwas interessanteren Thema Toilette. Hat viele von euch interessiert. Ich hoffe, ihr konntet euren Mehrwert rausziehen und das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren. Ich bin nämlich auch schon mal gefragt worden, was denn da sowas kostet. Also viele wissen anscheinend noch gar nicht, dass das nichts kostet. Kostenlos ist, einfach den Abonnier-Button drücken und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr jedes Mal informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Und das ist schon wieder nächsten Mittwoch soweit. Da sind wir wieder mit meiner Frau zusammen in unserer Küche. Zeigen wir euch dann schöne Sachen, die wir da machen. Und ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, nächsten Mittwoch, 18 Uhr. Und bis dahin, camp your life. Tschüss.